Warum ist Negatives so anziehend? Hallo und privet aus Kaliningrad. All das, was in den unabhängigen deutschen Medien über Kaliningrad berichtet wird, müsste doch abschrecken. All das, was Kaliningrad-Domizil, also ich, über das internationale Interesse an der Region Kaliningrad berichtet, müsste doch auch abschrecken. Aber das Interesse deutscher Bürger an der Region lässt nicht nach. Ich kenne kaum Artikel, ich kenne überhaupt keine Artikel aus deutschen Medien, wo das Kaliningrader Gebiet so dargestellt wird, dass Interesse an einer Übersiedlung aus Deutschland nach Kaliningrad geweckt wird. Ich selber mit meiner Berichterstattung zu Kaliningrad, zu den Gefahren, die dadurch existieren, dass das Gebiet eine russische Insel ist, umgeben vom NATO-Meer, zu Blockadedrohungen der Nachbarn und mit meinen Informationen und Kommentaren zur Derussifizierung oder dem Kampf gegen die Germanisierung leiste auch keinen Beitrag, um das Gebiet für deutsche Übersiedler interessant zu machen. Und trotzdem erreichen mich nicht wenige Briefe, manchmal auch Telefonanrufe von Deutschen, die es in Deutschland nicht mehr aushalten und unbedingt nach Kaliningrad wollen. Als prinzipiell misstrauischer Mensch stelle ich mir immer wieder die Frage, warum Deutsche nach Kaliningrad wollen und nicht ins russische Mutterland. Zum Beispiel in das aufregende Moskau oder das kulturell anziehende St. Petersburg. Warum ausgerechnet Kaliningrad, die geopolitisch empfindlichste Region der Russischen Föderation? Einigen meiner Gesprächspartner stelle ich direkt die Frage, immer situationsbedingt, und bekomme häufig die Antwort, Kaliningrad ist nicht weit von Deutschland entfernt und hat eine gemeinsame Grenze mit der Europäischen Union. Rein sachlich ist das richtig, aber so setze ich dann meine nun schon stillen Überlegungen fort, ihr wollt doch weg aus Deutschland, wo es nicht mehr auszuhalten ist. Da sollte man doch nicht weiterhin die Nähe suchen zu Deutschland, zu dieser Europäischen Union, oder? Und ich versuche mir auch vorzustellen, wie Russland in einem Konfliktfall mit seinen westlichen Nachbarn reagieren könnte. Was wird mit Ausländern in einer Konfliktzone passieren? Kaliningrad, das dürfte wohl unstrittig sein, wird die erste Konfliktzone in zukünftigen Auseinandersetzungen sein. Ich denke mal, die Ausländer erhalten die Möglichkeit zur beschleunigten Ausreise. Also dahin, wo sie hergekommen sind. Während Ausländer, die sich im riesigen russischen Mutterland irgendwo niedergelassen haben, diese Aufforderung entweder nie oder aber mit erheblicher Verspätung erhalten. Also, warum Deutsche unbedingt nach Kaliningrad, dem Ex-Königsberg, wollen, ist mir immer noch nicht klar. Ich bin ständig bemüht, bei jedem Anruf, bei jedem Brief, der mich erreicht, hieraus eine individuelle Antwort für mich zu finden, abzuleiten. Es gelingt mir nicht immer. Höchst selten.
Natürlich versuchen meine Gesprächspartner von meinem Wissen über das Leben in Russland, über die Möglichkeiten der Erlangung eines Aufenthaltstitels und vieles mehr im Rahmen des Gespräches zu profitieren. Manchmal haben die Fragen den Umfang einer Doktorarbeit oder aber den Charakter einer Consulting-Dienstleistungsanfrage. Und manchmal haben Fragen, insbesondere wenn ich höre, Zitat, wie schätzen Sie die sozialpolitische Situation im Kaliningrader Gebiet zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein? Den Charakter, als ob mein Gesprächs- oder Briefpartner BND-Mitarbeiter oder doch zumindest Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes ist, was ja häufig keinen Unterschied macht. Im Rahmen meiner Möglichkeiten und meiner Lust und Laune und Zeit antworte ich umfangreicher oder weniger umfangreicher. Heute möchte ich allen, die eine Übersiedlung nach Russland und vielleicht auch nach Kaliningrad planen, einen Tipp zur Wohnung, zum möglichen Erwerb von Immobilieneigentum geben. Und um sämtlichen Verdächtigungen aus dem Weg zu gehen, ich kaufe keine Wohnungen, ich verkaufe keine Wohnungen, ich vermiete keine Wohnungen, ich informiere einfach nur. Nicht mehr und nicht weniger. Der Tipp ist nur für diejenigen von Interesse, die eine Neubauwohnung, also Erstbezug, kaufen wollen. Viele Jahre gab es erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust der eingesetzten Finanzmittel für die Käufer einer Neubauwohnung. Wir kennen in Russland den Begriff betrogene Bauanteilseigner. Der russische Staat hat diesem Risiko nun einen Riegel vorgeschoben und neue Gesetze erlassen, die auf den ersten Blick ganz toll sind. Mindestens so toll wie ähnliche Gesetze in Deutschland. Aber wie sagte der russische Präsident vor einiger Zeit? Schauen Sie mal auf die Grafik. Um was geht es jetzt? Das Gesetz schreibt jetzt vor, dass die einbezahlten Gelder der zukünftigen Immobilienbesitzer auf einem versicherten, gesicherten Bankkonto zu verwahren sind. Die Baufirma darf erst darüber verfügen, wenn die Wohnung an den Käufer übergeben und die Eigentumsrechte auf ihn übergegangen sind. Mit anderen Worten, die Baufirma hat keine Möglichkeit, mit dem fremden Geld die Wohnung zu bauen, sondern muss einen Kredit aufnehmen, was das Bauen natürlich teurer macht. Natürlich werden nun die Preise für die Wohnungen erhöht, um diese Zusatzkosten zu kompensieren. Aber trotzdem versucht die Baufirma, das Gesetz auszuhebeln. Und wie so häufig im Leben ist der Russe pfiffig und findet einen Ausweg. Und dieser Ausweg kann für einen unerfahrenen Ausländer auch wieder mit dem Totalverlust seiner eingesetzten Gelder enden, wenn die Baufirma in betrügerischer oder mit unqualifizierter unternehmerischer Absicht handelt. Und wie sieht nun dieses neue Schema aus, welches das Gesetz ganz einfach aushebelt? Die Baufirma verkauft alle Wohnungen, die noch nicht gebaut sind, die sie bauen will, an eine Vertrauensperson zu einem symbolischen Preis. Die eingenommenen minimalen Gelder werden, so wie es das Gesetz vorschreibt, auf einem Verwahrkonto geparkt. Damit ist dem Gesetz Genüge getan. Gleichzeitig läuft die Vermarktung der Wohnungen an. Der Kunde, der sich für eine Wohnung interessiert und sich entscheidet, diese zu kaufen, schließt
keinen Kaufvertrag mit der Baufirma ab, sondern mit der Person, die bereits diese Wohnung gekauft hat und nun die Eigentumsrechte an den wirklichen, echten Käufer, also an Sie, abtritt. Natürlich nun schon zum realen Preis. Der fiktive ehemalige Käufer übergibt das Geld, was er von Ihnen erhalten hat, an die Baufirma, an seine Baufirma, die damit den Bau finanziert. Hey, Nisi. Sollte es nun Probleme geben und der Bau nicht fertiggestellt werden, ist nicht mehr die Baufirma verantwortlich gegenüber dem Käufer? Denn dieser hat die Wohnung ja nicht von der Baufirma gekauft, sondern von dem Vorbesitzer. Somit hat der neue, wirkliche Käufer, also Sie, nur Anspruch auf die symbolische Kaufsumme, die von dem Erstbesitzer auf das Verwahrkonto eingezahlt wurde. Die symbolische Summe. Mit anderen Worten, Sie verlieren alles außer dieser symbolischen Summe. Es hat sich somit nichts geändert. Hunderte Beamte haben an dem neuen, klugen und guten Gesetz gearbeitet und Tausende arbeiten nun daran, dieses Gesetz auszuhebeln. Это ложь. Это обман. Somit mein heutiger Tipp. Erstens, überlegen Sie es sich, ob Sie wirklich nach Kaliningrad siedeln wollen, um den unerträglichen Zuständen in Deutschland den Rücken zu kehren. Und zweitens, schauen Sie genau, von welcher Firma und mit welchen vertraglichen Vereinbarungen Sie sich eine Immobilie in Kaliningrad oder sonst wo in Russland kaufen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Baka aus Kaliningrad. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Wie heißt es immer so schön bei den Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland? Mit dem ersten sehen Sie besser und bei uns sitzen Sie in der zweiten Reihe. Ja, so oder so ähnlich lautet es wohl. Es kann sein, dass ich da was verwechselt habe. Ich habe nun auch zwei Kanäle, einen ersten Kanal und einen Reservekanal. Den Reservekanal für den Fall, dass es doch nicht so gut bestellt ist mit der Meinungs- und Medienfreiheit, wie in den westlichen Demokratien immer behauptet wird. Registrieren Sie sich auf meinem Reservekanal für den Fall, dass der erste Kanal stumm und taub wird. Tschüss und Baka aus Kaliningrad.